Hallo, mein Name ist Roman Karlczek und es freut mich, dass ich euch heute wieder etwas zeigen kann. Nisi Austria ist an mich herangetreten und hat mich gefragt, ob ich nicht Objektive testen möchte. Und ich habe gesagt, ja. Und ich habe Objektive getestet, warum spreche ich in der Mehrzahl? Nämlich das gleiche Objektiv für den Z-Mount als auch für den X-Mount. Und heute ist der Z-Mount dran. Das Nisi 15mm Blende 4.0 durchgehend. Das ist wirklich cool. Ich bin froh, dass ich diesen Test gemacht habe. Es hat mir einen weiteren Einblick gegeben, was hier qualitätstechnisch am Markt ist. Und ich möchte nicht lange hin und her reden. Schaut euch das Video an. Ich habe schon etwas vorbereitet. Einmal die Haptik, dann Fotos, dann das Fazit. Seid gespannt, bleibt dran, es geht los. So, ich habe dieses Objektiv gleich an die Z7 II drauf gemacht. Und zwar beim Auspacken ist mir schon aufgefallen, dass dieses Objektiv wirklich wertig gearbeitet ist. Alles Metall hier, also ich habe es angegriffen, es war kalt und es bestätigt auch, dass hier alles Metall ist. Eine Streulichtblende, ebenfalls aus Metall. Ganz toll. Der Schärfenring, ganz toll. Der lässt sich super gut bewegen. Der Blendenring hinten genauso, komplett smooth und rastet ganz toll hier auch ein. Also insgesamt muss ich sagen, die Haptik dieser Optik, dieses Objektiv ist schon wirklich eine coole Sache. Eine Randbemerkung nur, die Objektivabdeckung da vorne, das Teil da, das macht mir Probleme beim Rausnehmen. Also da rutsche ich manchmal rüber. Grund ist es, dass der Blendenring etwas, Blendenring sage ich, der Streulichtblende etwas tiefer ist bei diesem Objektiv. Und hier drinnen fehlen einfach Rillen, sodass sie die Fingernägel da irgendwo fixieren könnten, und damit man das gescheit rauskriegt. Ja. Außen kann man es nicht drücken, weil ja faktisch diese hohen Teile im Weg sind. Aber das ist wirklich eine Randbemerkung. Den kann man leicht austauschen, wenn es nicht passt. Und vielleicht hat die Firma Nies irgendwann einmal die Lust, hier Rillen reinzumachen. Dann wäre das wirklich perfekt. Schauen wir uns einmal die Bilder aus der Z7 II an. Eine hochauflösende Kamera. Und wie bewährt sich da dieses Objektiv? Das ist ein bisschen unscharf. Also links außen ist etwas unscharf. Ja. So. Gut, ich gehe mal rüber. Knapp vor mir, muss ich sagen, ist es scharf. Ist alles scharf. Das ist nicht schlecht. Ne? So, jetzt gehen wir wieder rauf. Ja, der Baum ist etwas unscharf. Donauturm. Schauen wir uns das gesamte Bild noch einmal an. Ja, so im Gesamten schaut es eigentlich recht gut aus. Also ganz links oben hat es hier, beziehungsweise auf der linken Seite gibt es schon eine leichte Unschärfe. Und ganz rechts außen. Schauen wir uns das nächste Bild an. Es kann natürlich auch sein, dass ich trotzdem, dass ich mir Zeit genommen habe, ein bisschen hier Fehlfokus gemacht habe. So, das ist die sogenannte Platte bei uns in Wien. Das ist ein Autobahnstück, der wurde überplattet neben der Donau und Donauautobahn. Und da haben sich große Häuser drauf gestellt. Dann große Firmen haben sie da eingemietet. Das ist sozusagen so Business Park und auch Wohnpark sozusagen. So, aber jetzt schauen wir uns mal das Bild an. Das interessiert euch mehr als die Geschichte von Wien wahrscheinlich. So, ja, also na, da habe ich scheinbar ein, also da ist mir ein Hoppala passiert beim ersten Bild. Schaut euch das an, das ist wirklich sauber. Also das Objektiv kann schon gut auflösen. Da war ich ein bisschen scheinbar nicht ganz bei der Sache. Die Bilder sind unbearbeitet, alle Bilder, die ich euch zeige, sind unbearbeitet, weder vom Winkel her noch von der Helligkeit her nach optimiert. So wie es aus der Kamera rauskommt, im JPEG-Format, ja, seht ihr hier die Bilder. Also das ist nacktes Abdrücken gewesen und euch zeigen. Ja. Da ist noch kein Deut irgendwas gemacht worden. So, das nächste. Schauen wir uns auch an. Ja,
Wirklich cool. Na, das Objektiv, das kann schon wirklich cool abbilden. Auch auf einer hochauflösenden Kamera sehe ich hier wirklich, das hat Potenzial, das Bild. Also, ja, also das Objektiv hat sicher Potenzial. Schaut mal rechts außen, also kein Verzug von diesen Streben, das Fensterstreben. Ja. So. Nächstes Bild. Ja, auch hier. Also wenn ich da, und da schaue ich mal drauf, ja, und schaut sich das an. Also ich war jetzt rechts außen, ja, schaut sich das an. Ja, das ist cool. Also das Objektiv ist nicht schlecht und vor allem in einem Preissegment von 500 Euro, also weniger als 500 Euro, muss ich sagen, ist das schon cool. Was das kann. Ja, man muss ein bisschen Zeit mitbringen, ein bisschen Gefühl mitbringen, so, weil es ist ja ein manuelles Objektiv. Das muss man immer für sich vor Augen halten. Also da ist man dafür selbst zuständig, dass es hier dann wieder, so, jetzt bin ich zurück, so, jetzt, dass es hier selbst durch Fokussierprobleme eben Unschärfen geben kann. So, jetzt schauen wir uns das einmal an. Gehen wir mal in das Bild hinein, links außen, wieder ganz links außen, schaut, ist es schon scharf, ja. Ja, das passt alles. Alles cool. Wirklich cool. So. Gehen wir ins nächste. Auch hier. Da werden wir mal schauen, wie diese Lichtanlage da, wie sie die schlagt. Ob da mal, ob man da unschärft. Nein, die sind. Puh. Ja, die sind schon scharf. Nur mal. Unter 500 Euro, also um die 500 Euro kostet dieses Objektiv und ist meines Erachtens auch fähig, hier auf einer Z7 Ergebnisse zu bringen, die wirklich für eine Z7 gut sind. Schauen wir da mal da rein. Ja, voll sauber. Ja, war wirklich voll sauber. Ja, wirklich cool. Ja, also... So, dann noch ein Bild, da habe ich versucht Flair zu erzeugen auf der Optik. Das ist mir nicht ganz gelungen scheinbar, aber schauen wir mal, die Auflösung ist, ja, die ist hervorragend. Also die Auflösung, die ist hervorragend. Zeit mitbringen, bitte, bei manuellen Objektiven muss man einfach Zeit mitbringen, das geht nicht, das kann man nicht so zack zack und es ist schon wieder weg, sondern da geht es ein bisschen nachfokussieren, muss man nochmal nachschauen, hin und her. Ja. Da schauen wir uns das nochmal an. Auch hier außen, super saubere Kante. Schaut, da habe ich sogar einen Ringpunkt dahinter. Mal laufen. Zack. Schaut mal da. Da kann ich, also das Schüttel gar nicht lesen. Schaut mal, in was für einer. Bitte, das steht da unten, das kann ich voll lesen und oben ist auch sauber. Also mehr kann man zu diesem Objektiv dann nicht mehr sagen, wenn das in jeder Ecke sauber abbildet, dann ist es eh gut. Ja, schauen wir uns das nächste an, das ist das letzte Bild jetzt, das weiß ich jetzt. Schauen wir uns das kurz an. So, gehen wir mal runter. Ja, auch hier, kein Zweifel. Das Objektiv kann was. Wenn man das ein bisschen noch in der Bildbearbeitung jetzt alles nachbearbeitet, mit der, ein bisschen mehr Kontrast, Richtung HDR ein bisschen geht, dann werden das perfekte, wunderbare Bilder. So, jetzt sind wir wieder am Anfang und jetzt kommt das Fazit. So, nun zum Fazit für das Nissi 15mm 4.0 Objektiv am Z-Mount. Wie ihr gesehen habt, das Objektiv funktioniert auch auf hochauflösenden Kameras. Was ihr mitbringen müsst, ist Zeit. Ja, manuelles Fokussieren erfordert Zeit, erfordert Genauigkeit und da könnt ihr nicht sozusagen hudeln, nicht schlampen dabei. Am besten, und das ist mein Tipp an euch, wenn ihr manuell fokussiert und ihr glaubt, ihr habt das Richtige erwischt, Picking schlägt aus oder ihr habt irgendeine andere Methode, wo ihr seht, dass dieses Objekt, das ihr fotografiert, scharf wird oder dass die Landschaft scharf wird, dann fotografiert es bitte mit 3 Blenden. Mein Vorschlag ist Blende 8, Blende 11 und Blende 16 und sucht euch daheim dann die Schärfentiefe aus, wo ihr das Gefühl habt,
das bildet genau das ab, was ihr abbilden wollt. Natürlich gibt es so Sachen wie Bracketing, aber mal abgesehen davon. Für 500 Euro, knapp unter 500 Euro, so ein Objektiv zu bekommen, das ist schon ein wirklich guter Preis. Und ihr könnt gewiss sein, es werden die Bilder auch gut. Ich wünsche euch mit eurer Hardware alles Gute. Wenn ihr einsteigen wollt in das Land, in die Landschafts- und Architekturfotografie, das ist ein Kandidat dafür. Und nochmals alles Gute, tschüss, salü und servus. Bis zum nächsten Mal, euer Roman Karlczyk.